Servus, grüß euch und willkommen zu Let's Play Fire Emblem Fates Vermächtnis. So, nachdem Sakura und Asan noch nicht heiraten können, machen wir Kapitel 17 weiter. Verschollen im Eis. Eis, Baby, in die vom ersten Mal haben, kann man ich auch mal machen. Die mache ich vielleicht dann nach dem Kapitel. Wie kommt es, die beiden mal heiraten können, ne? Frage ist bloß, ich kann nicht mal irgendwie draußen lassen. Meh. Meh, 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 meh. Ah, ich finde schon einen Weg. Ich finde schon einen Weg. Yay! Ich schätze, wir sind auf dem richtigen Weg. Es klirren Kalte draußen. Für mich fühlt es sich gut an, aber ich weiß, dass das nicht für jeden gilt. Bleibt nah beieinander. Es wartet am Ende eine warme Hütte auf euch. Danke, Flora. Ich muss auch deine Planung des Weges loben. Irgendwie haben wir den ganzen Weg geschafft, nicht mit norischen Truppen zusammenzustoßen. Ja, wahrscheinlich hatten wir ja nur Glück. Sie hat recht, meine Lady Lynn. Das war einfach nur die kürzeste Route. Hätte ich uns angefüttert, denselben Weg genommen. Warum musst du mich eigentlich immer übertrumpfen, Schwester? Was soll das bringen? Dann redest du, ich versuche nicht, dich zu übertrumpfen. Du bist diejenige, die immer perfekt gewesen ist. Ich habe immer zu dir aufgesehen. Oh, verzeih. Ich weiß nicht, was mich überkam. Danke für die freundlichen Worte. Lass sie nicht zu Kopf steigen, ja? Für den Rest der Gruppe. Ja, die beiden waren schon immer so. Was ist los, Lynn? Du scheinst allerdings ein wenig neben dir zu stehen. Nun, um ehrlich zu sein, unser Begegnung mit Iago beschäftigt mich immer noch. Der Gedanke, dass ich hier nicht jedem vertrauen kann, nagt an mir. Aber mein Vertrauen wurde mir schon einmal zum Verhängnis. Das passt nicht zu dir, Lynn. Du wirst eine große Anführerin. Und du gehst mit gutem Beispiel voran. Wenn du deinen Truppen nicht vertraust, wie sollen sie dann dir trauen? Lass dich nicht von dem Vorfall mit Solan nicht verunsichern. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass sich die Dinge verändert haben. Es geht jetzt um so viel mehr, als ob die Situation nicht schon ernst genug wäre. Hey. Betrachten wir die Dinge mit etwas Abstand. Vertraust du mir, Lynn? Selbstverständlich tue ich das. Na schön, wie sieht es mit Sakura und Takumi aus? Denke über Hinoka, Asura und sie das nach. Ist einer von ihnen verdächtig? No. Natürlich nicht, ich vertraue ihnen. Wie kannst du dir da sicher sein? Ich bin es einfach. Ich weiß nicht, es ist wohl so ein Bauchgefühl. Und das ist der Punkt. Dieses Gefühl ist deine Schwäche, aber auch deine Stärke. Du besitzt ausgezeichnete Menschenkenntnisse und natürliches Charisma. Durch die fehlenden Jahre an Erfahrung, die für ausgereifte Entscheidungen nötig sind. Folge deiner Stärke, hör auf deine Intuition. Versuche nicht zu sein, wer du nicht bist. Oh. Danke, Ryoma. Das Problem ist, dass mir meine Intuition sagt, dass Yago nicht gelogen hat. Egal, ich versuche mich auf die bevorstehende Aufgabe zu konzentrieren. Danke. Keine Ursache. Hey Freunde, wir sind fast da. Wo ist die warme Hütte, die du versprochen hast, Flora? Nur ein Moment, Lady Lynn. Ich suche nur kurz den Dorfwelsen auf. Tu das bitte, aber komm schnell zurück. Es ist eiskalt hier draußen. Oh je, ich spüre mein Gesicht nicht mehr. Wie kann hier überhaupt jemand leben? Wenn man hier geboren wird, merkt man nicht einmal, wie kalt es ist. Also der Rest von uns könnte warme Decken und ein Lagerfeuer gebrauchen. Nun, Flora darf nicht gleich zurück sein. Wir können doch die Hütten anzünden, dann wird es auch warm. Das geht doch nicht. Ach so. Ich möchte dir denken, der Eisklamm wusste nicht, wie man mit Kisten umgeht. Ah, der ist hier. Hey, Schwesterherz. Die wissen offensichtlich nicht, wie man mit Kisten umgeht. Flora, ihnen ist so kalt, total putzig. Sie sind die Kälte einfach nicht gewohnt. Wir sollten sie daher nach drinnen bringen, damit sie sich aufwärmen können. Sorry. Felicia, es tut mir leid. Was tut dir leid? Es wird ja immer kälter. Und ich kann nichts mehr sehen. Was ist hier los? Flora? Was tust du da, Schwester? Hör auf damit. Ich kann nicht. Ich kann mir Lady Lynn nicht erlauben zu leben. Sie König Garon und das norische Königreich verraten. Das kann nicht dein Ernst sein. Flora, sei doch vernünftig. Das ist Wahnsinn. Nein, es ist der Wille des Königs. Zur Seite, Jakob, oder du wirst auch sterben. Wie kannst du es wagen? Na schön, wenn ich alle töten muss, dann werde ich nicht zögern, das zu tun. Ich habe euch gewarnt. Das kann nicht wahr sein. Ist einfach von König Garon und Iago kontrolliert? Hör auf, damit schließe ich uns wieder an. Gemeinsam beenden wir Garons Schreckenherrschaft. Nein, ich habe mich entschieden und ich handle aus freiem Willen. Was ist los mit dir? Felicia, sorge dich nicht, ich werde dir nichts tun. Du hast das auch verraten, aber sicher wird König Garon gnädig mit dir sein, wenn du dich jetzt auf meine Seite stellst. Niemals. Wirklich? Komm, Felicia, ich bin es. Deine Schwester. Gemeinsam schaffen wir das. Ich könnte meine Lynn niemals angreifen. Ich muss sie beschützen.
Ich bin nicht die einzige Nora, die den Grausamkeiten gar uns den Rücken kehrte. Hättest du das selber erlebt, dann wäre dir klar, dass Lynn Gerechtigkeit will. Selbst wenn ich meine eigene Schwester und meinen Clan bekämpfen muss. Ich stehe auf der Seite von Maddie Lynn. Ich wünsche dir heute deine Stärke. Wie hast du? Du kannst immer noch das Richtige tun. Nein, vergiss, was ich gesagt habe. Das geht schon viel zu lange so. Ich bringe es schnell zu Ende. Bitte nicht. Flora, ich glaube immer noch an dich. Ich weiß, dass König Garon etwas mit dir gemacht haben muss. Aber wenn wir zusammenhalten, dann können wir ihn besiegen. Ich schwöre es. Flora, hörst du mir zu? Offensichtlich nicht. So. Ja, ein Gegner. Die Mission ist ja easy. Nein, ich tauche natürlich Verstärkung auf und das ist die Krux an der Sache. Jakob kommt nicht mit, genau. Dieselbe Truppe wie beim letzten Mal. Rioma und Silas sind draußen. Aber ich glaube, ich lasse mal Anna hier raus und nehme Silas mit. Ein bisschen mehr Defensive, ne? Im Zweier sollte hier die Level 20 erreichen. Ne? Also dann los geht's. So, aber wo Zweier, du nimmst mal. Du bist mal hier. Hier gibt's nichts zu holen, nur zu. Töte mich, wenn du musst. Du solltest dich lieber ergeben, du siehst, dass du im Single bist, oder? Was? Ich bin noch. Oh. Oh, das meinst du mit umzingelt? Inoka. Die macht mir nicht gerade wirklich Angst, ne? Zack. Haha! Oh. Zack. Oh, Level up! Yes, nice, geil! Ich werde von nun an noch mehr trainieren. Meistersiegel erhalten. So, wo ist Sakura? Da hinten. Erstmal Silas. Nimm mir dein Stahlschwert und schieße den Hau diesem Typen kaputt, ey. Meine Stimme lässt wieder ein bisschen nach. Das darf nicht sein. Meine Stimme hier, mein zartes Meister-Juni erhalten, aber der ist nicht gut. Der ist überhaupt nicht gut. So, wechseln. Ja, Sakura ist mittlerweile recht stark. Die ist mittlerweile sehr stark. Das ist schön. Das ist schön. Zack. Das kleine Mädchen wird langsam erwachsen. Schön. Und einen geilen EP. Einen geilen Erfahrungspunkt, ne? Ne, ist ja nicht so schlimm. So, kannst auch nicht mal für Zweier singen, einfach weil. Shits and Giggles. Und zwei Kämpfer haben wir noch. Wer braucht denn? Shiro. Und der Rest drückt halt einfach mal ganz gemütlich nach. Oh, der geht auf Shiro, wie unerwartet. Treffen wir da auch, oder? Ja. Zack. Danke, Rajat. Oh, ich treffe gar nicht so gut, weil der das Unheilstor ausgerüstet hat. Unheilstor! Ich fasse sogar wieder das Himmelstor! Digimon, ne? Zack, zack. Die zwei gibt ein gutes Team ab. Und Level up für Shiro, sein erstes in der neuen Klasse. Und gutes. Genau, dafür habe ich trainiert. So. Musik für Hinoka. Die rückt mal nach. Ich krieg auch noch 10 Erfahrungspunkte pro Gesang. Das ist auch nicht mehr so gut. So, du heilst mal kurz. Du kannst eigentlich auch mit der Pflege heilen. Shiro! Und Level up für 2, würde ich sagen. Ja! Geil! Ob das die Arbeit erträglicher macht? Dann ist er vor, mein Junge. Du schaffst das schon. Schaffst das schon. Leben hier in der Fire Emblem Welt. Nein, kleiner Scherz. So, nimm so das Dorf.
In diesem Haus gibt es nur die alten, nur alte Knochen und Staub, Jungspund. Ein Wort der Warnung, unsere Daten verstecken sich gerne im Schnee. Du meinst so? Oh. Na dann, wenn sonst nichts ist, Seiki. Oh, du bist gar nicht so stark. Na gut, stimmt, Seiki ist eher... Naja, gut. Egal, passt schon. Critical! Sag ein Critical! Ich sag eine Critical! Nein. Okay, dann halt... Sakura! Sagt sie und Osama, die müssen noch heiraten und dann kann die Sakura wieder ein bisschen mehr zum Heilen degradieren, aber sie braucht auch ihr Waffenlevel noch erhöht. Sie müsste eigentlich bald mal C haben. So, Sonnenfest. Immer gut, noch einen zusätzlichen Heiler dabei zu haben. Du musst doch ein Doppelschulden, oder? Nee. So nicht, aber du brauchst es eigentlich auch nicht, weil du den Problem so erledigst. Er ist schon stark. So, du kannst ihn da killen, oder? Ja. Er hat einen Schnitt, aber macht keinen Schaden. Die Wächterminator ist einfach viel zu mächtig. Zack. Oh. Ja, go! Ist komisch, wie manchmal die Leute durch die Wächterminator durch das Schild zu durchgreifen. Geisterkatana. Aber das ist doch bloß gut gegen die Ungesichter, also sonst bringt es mir nicht viel. Du kämpfst sogar ran mit der Wurfkeule, ne? Ein bisschen Schaden kannst du mal machen. Oh, ne, macht. Okay, gut. Kriegst die Erfahrungspunkte voll, weil er finished mit dem Crit. Sieht ja auch noch rausgezogen. Sophie, Sophie, Sophie. Und du singst mal für Stacky. Versuche schon mehr singen, das ist das. Stimmt, ich habe Waffenlevel C. So, dann... Kyoka brauche ich da unten. Da kann ich nämlich jetzt das Ding hier einfrieren. Komm ich besser voran. So, zack, zack, zack. Na. So, jetzt kommen wir hier mal durch, ne? Zwei, du bleibst immer schon im Hintergrund. Immer schön alle beieinander bleiben. Die Orten bewahren. Das ist ein Meistersiegel gefunden, oder? Ne, ja, das ist ein Meistersiegel. Hätte man das Meistersiegel. Ich weiß, irgendwer hat der Meistersiegel gefunden. Ah, so war's das. Okay, das gibt's dann noch Zweier. Wer darf noch? Achso, geht das noch. Muss aufpassen, aber irgendein Punkt spawnt. Genau, Verstärkung. Genau das. Okay, aber du schaust mal hier und du lockst den mal an. Du gibst das Meistersiegel mal an Zweier ab. Nimmst du dafür ein Sonnenfest. Sophie rückt nach, Silas rückt nach. So, ein Teil geht unten lang, Teil geht oben lang, würde ich sagen. Wir gehen unten lang, Selki auf jeden Fall. Selki. Asugi. Und Shiro. Und nehmen wir noch Sakura dazu als Heilung. Heilmöglichkeit, so. So, mal schön singen. Ich darf es nicht mehr vergessen, das ist das. Genau, oh, okay, der macht keinen Schaden. Und die Drachen ruhen noch. Aha, du machst keinen Schaden und der wird noch halbiert. Moment. Hat's ja nicht gebracht. Silas. Er attackt dann auch noch die. So wollte ich sagen, Dienerin da. Dienstmarkt. Da gibt's sogar ein bisschen EP. Super. Stahldolch. Ja gut, das kann Twire wieder alles aufhören, was die macht. Und den dann macht mal sie. Zumindest schwächt sie schon mal an. Und er macht hier trotzdem 4 Schaden, wenn er trifft. Es sei denn, sie crittet hat, dann ist er gleich tot.
schon. So, der Stormy kriegt ein Elixier, das brauche ich aber eigentlich nicht. Hier kommt noch ein Axtfuchsi auf mich zu. Wir sollen uns um den Sakura kümmern. Ansonsten lassen wir die Suppe so stehen, wie sie ist. Die Bogenschützen sollte ich noch rausmarkieren, ne? Aber es sind keine mehr. Es ist blöd, weil jetzt einfach irgendwas nachspawnt. Du machst keinen Schaden. Wer hat doch mal stärker, ey, das gibt's ja nicht. So, wer darf? Axtschwäche machen wir doch mal. Die gute Sophie. Mit Riomas Keule jetzt. Der betrifft sie auch schon sehr verlässlich. Oh yeah, critical hit! Wie sie einfach alles auszieht. Oder jeden. Wahnsinn, Sophie, Wahnsinn. Kleiner Schelm, du. Die Leute in der Stadt sagen, ihr seid die Bösen, aber ich weiß nicht so recht. Ich sammle nur Daten unseren Leuten grausame Dinge antaten. Ihr nehmt das, das ist nicht viel, aber das ist alles, was ich habe. Bitte verschont Flora und die anderen Einheimischen. Viel Glück. Alles, was du hast, du hast 10.000 Gold bei dir? Das ist mehr so ein Taschengeld. Kindchen, Kindchen, Kindchen. Ich muss auf die Zeit achten, aber ich glaube, die Mission könnten wir sogar noch ein paar erledigt kriegen. Sakura. Zit und komm. Und da ist nur noch einer von denen. Asugi. Das ist auch schon so gut. Zack, zack. Victory is sweet. So, gut nach. Wir sind bei Sakura. Und zack. Tante, ich brauche ihre ganzen Tränke hier. So. Da geht's. Asura. Ich muss aufpassen, dass hinter gleich was reinspawnt und mir weh tut. Darum wird Asura gleich das Dorf besuchen. Der Rest hält sich auf Abwehrstellung. Sobald ich schon da gleich reinrenne und die ganzen Typen latzen. Du hast die beste Resistenz. Und auf Twilight gleich silencen. Ich weiß, es ist unnötig, aber der braucht unbedingt mal EP, dass er auch mal kämpfen darf. Oder kann halt vor allem. Sag doch rück! Macht keinen Schaden, ey. So. Schweigen. Trifft nicht. Geil. Na, ja, jetzt gibt's trotzdem EP, okay. Nimm du mal die Eisenlaminate und zerlegst den. Natürlich trifft er. Oh Mann, ey. Man, das ist gut, wird vorher zum Heilen, aber 20 Schaden ist er doch etwas, was ich nicht einfach so einstecken will. Kommt keiner mehr ran. Dann ist nicht so schlimm. Super, hier nach. Dann pfleg du mal. Boah, da halt ich schon wieder voll. Dann. Silas. Lass den da mal gegen dich anrennen. So, jetzt mal hier unten Asura. Ja, verschwinde, ich will keinen Ärger. Hey Soldaten, die anderen stehen vor meiner Tür, schnappt ihr euch! Ja, war schon klar. Sollte ich aber eigentlich alle down kriegen? Sag aber, kümmert sich um wieder. Zack. Zack, zack. Ich würde so Sack ein bisschen debufft, aber die KP halt sowieso gleich wieder auf. Sonnenfeste halten, schön. So, Shiro. Ja, der macht keinen Schaden. Zack. Zack. Und. Okay. Wow, Shiro crittet aber echt viel. Wie ihr reicht's nicht. Ja gut, vielleicht crittet sie ja mal. Zur Abwechslung, ne? Nee.
Die crittet immer nicht. Und Asugi, du erledigst den da. Sex ist die einzige, die nicht alles One-Hit kriegt. So. Ansonsten würde ich mal sagen, das war's mit diesem Part. Ich danke fürs Zuschauen. Bis zu denn. Ciao. Am nächsten Mal werden wir praktisch eine Mission abschließen und wahrscheinlich noch die erste Belagerung machen. Bis zu denn. Tschüss.